all of time. Ich komme mal an denen ran, aber es kommt halt einfach die komplette Garnison halt mit raus, ne? This way. Unaware they are. Versuch mal hier einen Hinterhalt zu legen, vielleicht klappt's ja. Ganz schön teurer Spaß hier, ne? Ja, weil das halt eben kein für uns geeignetes Territorium ist, ne? Ist das halt so mies. Ich könnte aber auch die Minen einmal aus... Oh, 5000 kostet das. Ne, lass kommen. Ne, das ist okay. Ich baue es nicht aus. Das ist so teuer. Und jetzt stelle ich mir gerade wieder die Frage, wenn der Typ hier, ne, ich will ja die erhabenen Horror halt haben, ne. Naja gut, bis dann haben wir es geschafft, ne. Dann kommt der runter und läuft dann hoch und dann, ja, naja. Ja, wir gucken mal, wir reißen das mal jetzt noch nicht ab. So, dann hier, das bleibt alles. Beenden wir mal die Runde. Komm, gehen wir mal in die Falle. Na also. Und danke an Black Bowser für den Follow übrigens. Schön, dass du dabei bist. 352 Zuschauer heute. Leute, so viele Leute wollen Siege sehen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr darüber. Gibt es denn schon eine Aussage, wann Kislev vorgestellt werden darf? Ja, gibt es. Ich guck mal. Ich darf dir auch, glaube ich, schon sagen, wann. Ich glaube schon recht sehr, sehr bald. Also ich glaube Anfang Februar, aber ich guck nochmal. Die gelten als ineffektiv gegen alles. Natürlich auch schön. Donald Duck ist wieder im Einsatz. Also vom Sound her zu urteilen. So, Sekunde, gib mir mal gerade einen kleinen Moment Zeit. Hier gab es noch Bits, da sage ich schon mal danke im Voraus, ohne es jetzt genau zu wissen, wann, wer da was donated hat. Ab dem 3. Februar darf ich Kislev zeigen. Und da darf man auch eine Multiplayer-Kampagne machen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt also, Merp, halt dir schon mal den 3. frei, ne? Und danke übrigens an den Meister Micha für die 10 Bits und auch Rallunge, danke für den Follow. Toller Name. Okay. Die 3 stellen wir hier hin. Und, oder warte mal, wenn ich zumindest noch... Wenn ich noch zwei hier aufstelle. Naja, die können ja auch darauf schießen, ne? Sehr gut. Okay. Du hier hin. Die zwei halten sich mal noch zurück. Und unser Killerschlumpf, der stellt sich mal hier drüben hin. Den Kairos schicken wir prominent hier vorne hin. Und du hältst dich mal hier noch ein bisschen zurück, ne? Okay, ja, Feuersturm. So eine Einheit hier wollen wir natürlich aufhalten, ne? This has already.
already happened. It is seen. We hold power. Guck mal, wie der das einfach ignoriert, dass ich den hier mit allem Möglichen angreife, ne? Alter, sind die schnell. Das muss man denen wirklich lassen. Kartei, die Sprinterfraktion hier. Oh, du kommst am besser da weg, du gehst da gerade drauf. Ich glaube, ich habe eine Einheit blaue Horror verloren oder so, kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich alle vernichten muss, um hier den ultimativen Erfolg davon zu tragen. Ein gewisser Prozentsatz genügt wahrscheinlich. Nimm mal den Streitwagen. Ich glaube, der ist flott. Wo ist der denn? Da. Genau, attackier mal hier. Ja, immer so gewisse Quoten, ne, die man da so erreichen muss. Alter, warum bleibst du einfach stehen? Bist du im Defensivmodus oder was? Da gucken wir mal. Das ist schon witzig, ne? Alle Einheiten einfach so Beine in die Hand und wupp. Und du hast kaum Chancen, die irgendwie einzuholen. Das ist schon krass, ey. Hi, Jack Henning, grüß dich. Und Grinsekatze, vielen Dank übrigens für den Sub mit Prime. Schön, dass du dabei bist. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ist der Kaffee eigentlich schon alle? Nee, aber jetzt? We
Oh, plus 10% Erfolgschance bei Hinterhalten. Das ist ja mal nice. Und wir haben... Okay, das ist identisch, ne? Danke, Re-Raiden. Freut mich, dass du dabei bist. Auch danke, dass dir der Stream gefällt. Mission der Terrorie. Eine Konföderation müssen wir schaffen, okay. Wir sollen 6 Armeen aus Kislev, Kartei oder dem Imperium besiegen. Mhm. Okay. Oracle of Sinch. Riesiger stationärer Wirkungsbereich. Malt Stromzauber. Ich meine, Höllentor klingt gut, ne? Ich habe den Spell jetzt noch nicht so erkundet. Wir nehmen jetzt nochmal den Marschierer für die 5% mehr Bewegungsreichweite. Das tut jetzt hier mal ganz gut. Mittlerweile. Guck mal, dann kannst du ja mal das Höllentor nehmen. Dann können wir da so ein bisschen variieren. Also ein bisschen Varianz bei unseren Höllentoren. Oh, ist er da echt noch davon gekommen? Gut. Gut, gut, gut. Kannst du... I get stronger. Ja, ja. Super stronger. Go, go, move. Du läufst mal hier hin. Sinch's slave. Sinch's sorcerer. Braucht 50% Bewegungsreichweite. Shall I teleport? Inscribe a summoning pentafex. I summon Sinch's servants. Ja, mach mal. Beschwör mal 2 von denen. Dann ist der nächste Runde da, kriegt die Truppen von dem und der rennt zurück und holt sich dann da ein paar bessere. Das Ding plündern wir 2 und dann schenken wir das ihm, weil der das für seine Provinz braucht. So. Ich überlege gerade, brauchen wir bei der westlichen großen Bastion mehr Magie? Eigentlich nicht, ne? Wir können das reduzieren um 2. Dann gehen wir hier mal hoch. Denn ich meine, also hier bekommen wir ja bei entsprechend hoher Magie auch nochmal Boni auf die öffentliche Ordnung, ne? Und hier ja eben auch, ne? Und hier wollen wir ja gerne jetzt mal in einen positiven Bereich kommen, um da zusätzliche Boni zu erreichen. Das sollten wir mal ausbauen, wie ich finde. Können wir die 4000 investieren. Das ist eine Karawane. Okay, und dann... Nanli müssen wir noch einmal angreifen. Na, was ist das hier? Okay, das ist aber eine andere Fraktion, ne?
Ach, guten Abend, Trajanator. Ah, nee, du bist doch schon die ganze Zeit da. Wen hast du denn jetzt gegrüßt? Ach, den Gaius Julius Caesar, der ist auch da. Hi, ich grüße dich. Genau, Sascha, die klingen echt noch wie Skaven. Ach, siehst du, das wollte ich auch noch zurückmelden. Das muss ich auch noch, das muss ich denen auch noch mal mitteilen. Ich weiß nicht, ob Map das schon gemacht hat, aber ja. Und da merkt man wieder, wie wichtig das wäre, dass die mal jetzt halt nicht mit Stammelbarbaren, aber dass die so eine Fraktion hier mal gescheit vertonen, ne? Weil das da ist ja echt albern. Also. Jo, besser Weg da unten durch, ne? Was soll da schon passieren? Nein, du kommst halt direkt auf der Piazza da raus, ne? Ich finde es mal ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, so einen dieser Punkte hier direkt einzunehmen. Ich glaube, das ist ganz gut für uns machbar. So. Die zwei hier, die stellen wir nochmal hier in der Nähe auf. Denn ich finde, dadurch. Jo, und den Streitwagen machst du nochmal hier hinten hin. Ich finde, da kann man ganz gut mal so einen Held mit wegsnipern, ne? Also den da zum Beispiel, an dem wir jetzt nicht rankommen, weil da einfach auch zu viel Zeug rumsteht. Naja gut, solange die nicht beschossen werden, soll mir das recht sein, ne? Rück mal näher ran. Und du übrigens auch. Und du kannst du auf den hier. Kannst du auf. Entschuldigung, kannst du auf den hier schießen? Ja, ich hab's befürchtet, lauf hier hin. Boah, Alter, das war mal nix hier, ne? It is for sea. Follow the web. Boah, mal wieder nix getroffen. Ah, es ist so blöd. Und du hast deinen Kometen von Cassandora irgendwie losballern können. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Sieht halt mal wieder sehr gut, dass die Kaff irgendwie überhaupt total unbeeindruckt ist von diesen ganzen Spells und so, die du da so castest, ne? Werden die schon beschossen? Ne, noch nicht. Oh, wer schießt auf dich? Wird auf dich gesorgt. Ah, die Fernkämpfer da hinten. Dann komm hier rüber. Ich wollte ihn gerne erwischen, aber es hat nicht hingehauen. Ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen.
Komm, in Bewegung bleiben. Wen kannst du da noch irgendwie aufhalten? Die Kaff nicht, ne? Die ist mal wieder zu schnell. Naja, okay, gut. Dann gehen wir. Greifen wir an. Wo ist sein Held eigentlich jetzt hin? Der ist doch vorhin irgendwohin abgehauen. Da ist er immer noch. Hm. Das hat mal gesessen jetzt, ne? Alter, das ist so ein krasser... Alter, das ist so krass, was der alles da loscastet. Ja, ja, bleibt mal noch da stehen. So eine Einheit kann man auch mal opfern. Im Gegensatz zu dem Helden, den ich jetzt nicht so gerne opfern würde. Den brauche ich noch ein bisschen. Machen wir mal hier direkt noch einen mit rein. Ja, dann komm mal her. Komm. Oha. On the way. Ich wollte gerade sagen, der kostet doch nur 10. Follow the wave.
Oh, verfolgen, ne? Stürz dich ins eigene Verderben, ne? Ihr dürft jetzt verfolgen. So. Komm näher, 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 näher. Und zack. 4, 3, 2, 1. Rums. Tu mal so, als würdest du da. Oh, guck mal, dem Helden macht das überhaupt nichts. Och, das ist immer wieder gut zu sehen, wenn diverse Helden davon dann einfach total unbeeindruckt sind. Kannst du mal auf den hier schießen, bitte? Kümmert ihr euch mal bitte um den hier. Ist ja auch mal ganz gut, ne? Lernt man auch wieder was dazu. Weiß man dann wieder, wo man keine Energie drauf verschwenden sollte. Komm mal her, geh du mal auf die Piazza. Nimm den Kairos mit. Können wir die komischen Flatterviecher hier da mitnehmen? Frontal gegen die zu kämpfen ist auf jeden Fall unfassbar dumm. Dann schießt ihr doch mal lieber da drauf. Flankier du den mal. Komm mit da rein. Nimm den Streitwagen mit. So, Kairos ist auch am Schlüssel. Okay, das da sieht schon mal besser aus. Nee, warte, mach erstmal so diesen hier. Ja. Oh, Alter, es nervt, es nervt, es nervt, es nervt. Die Einheit geht halt in den Nahkampf und verliert erstmal die komplette Moral. Die sind so schlecht, diese Einheit. Die sind so schlecht. Sie sind halt wirklich wie, sie sind halt echt wie die, wie heißen sie nochmal? Sie sind halt echt wie Harpien, ne? Sie sind halt wirklich wie Harpien. Ihr seht's hier, ne? Boah, Alter, und dann, ne, da kommt eine Einheit mit Speeren da rein und dann gehen die halt sowas von down. Überlegt mal, wir würden jetzt auf Legendär spielen, diese Einheiten würden sofort pulverisiert werden. Die hätten nicht den Hauch einer Überlebenschance. Ja, lauf mal hier hin, lass dich von dem ruhig einmal chargen, er möchte es unbedingt. KI braucht ein Erfolgserlebnis hier. Jetzt die Piazza, dann ist das Ding eh gegessen. Habe ich eine Harpie komplett verloren oder was? Kann sein, ne? Wäre schade. Also, was heißt Harpie, ne? Hier. Die Glücksbärchis, die haben wir immerhin noch. Komm, machen weg. Das ist natürlich blöd, das mit den mit Kairos jetzt zu jagen, ne? Das ergibt eigentlich relativ wenig Sinn, aber wir haben gleich den Army los und dann ist das Ding eh gelaufen. Noch dreifache, das geht. Wenn. Wups. Ja, habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, aber ich meine, es ist immerhin besser als ein. Oh ja, krass, ne? Wir haben eine Einheit von denen komplett verloren. Aber es ist immerhin besser als so ein Pyrrhus-Sieg jetzt, ne? Wo wir halt irgendwie die Hälfte der Armee verlieren würden, ne? Also, es war mit 279 Mann verlusten. Oder Mann. Einheiten, ne, da ist das hier schon besser. Die wollten wir hier austauschen. Ob sie die Handanhänger brauchen wir eigentlich nicht, ne? So, ich muss sie ausrauben oder niederreißen. Wir rauben die jetzt einmal aus. Ich kann die jetzt nicht nochmal besetzen, meine ich. Wir nehmen noch die inspirierende Gegenwart mit.
Und dann nehmen wir nur dieses Verborgen in der Zeit mit. Das finde ich auch ganz cool. Dann können wir ihn so ein bisschen sneaky spielen. Was haben wir hier? Aktive Fähigkeit, Stärkung der Winde. Effekt wird proportional zu verbündeten Einheiten in Reichweite gesteigert. Beschwört eine Einheit blauer Horrors. Beschworene Einheiten lösen sich halt auf. Kann man zweimal einsetzen. Präsenz des Wandels. Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse ist ein Bereich. Verstärkungsschauber. Grundlegender Geschossschaden plus 25%. Wobei man natürlich tatsächlich sagen muss, bei diesen niedrigen... Na gut, 30 Punkte Geschossstärke ist schon okay, ne? Also da merkt man ein Viertel mehr, ne? Das merkt man dann schon. Aber plus 25 durch rüstungsdurchdringende Geschosse. Wir machen ja keinen Armor-Piercing-Damage mit denen, ne? Das ist wahrscheinlich nur der Vollständigkeit halber. Je mehr Einheiten sich in unmittelbarer Nähe des Fokuspunktes befinden, desto mehr Winde der Magie werden wieder aufgeladen. Safe. Total safe. I have scried. Ah doch, wir können das jetzt besetzen. Dann machen wir das nämlich jetzt. Mission erfolgreich, 3 Provinzen. Ja, wir reparieren das einmal. Wir machen auch einen Erlass hier rein. Und zwar nehmen wir wieder die minus 20% Bewegungsreichweite für gegnerische Einheiten. Weil ich hätte nicht so gerne, dass der hier einfach so holter die Polter hier rumstolziert und gleich hier einen Liebe lagert. Das soll er ja nicht. Ich baue hier nichts, das ist alles viel zu teuer. Wir beenden stattdessen mal die Runde. Ah ja, okay. Ich das jetzt automatisch machen? Warte mal, du willst mich veräppeln? Ich verliere... Achso, warte mal. Ja, okay. Okay. Ich sollte ja Armeen von denen besiegen, insofern passt das ja eigentlich ganz gut. Oh, ich weiß nicht. Tiermenschen. Held rekrutiert. Kultist ist. Ja, wir wollen uns ja ohnehin einen rekrutieren. Wir können das ja auch so machen. Da weiß ich halt nicht, was der dann. Kann der was dann? Oder nehme ich diese 1500 Gunstpunkte? 999 tun es überall. Die Vögel singen es von den Bäumen. Die Tiere blöken es auf der Weide. Was für Tiere eigentlich? Betreiben Dämonen Landwirtschaft? Was melken die denn so? Oder, ne, egal. Selbst Leichen recken sich aus den Gräbern, um im Chor einzustimmen. Das Schicksal wird sich ändern. Eine Feder auf die höchste Turmspitze legen. Plus 1500 einen Sterblichen dem Gesang aussetzen. Naja, dann machen wir das. Das klingt doch nach was, was wir machen würden, oder? Betrüger. Chance auf magischen Diebstahl. Also auf Diebstahl eines magischen Gegenstandes. Anhänger erhalten mutantes Sinch. Plus 15 mit Fraktionen des Sinch. Sinch. So, sorry. Feind im Kampf getötet. Kontrolle. Coole Maske auf jeden Fall. Schade, dass man das nicht drehen kann. Ah ja, immerhin. Flammen, ne? Das ist schon mal gut. Funktioniert das mit den Klimazonen noch mit Warhammer 2? Offenbar, ne? Also sieht für mich auch so aus. Today.
Warum dauert die Rekrutierung hier jetzt länger? Sehr geil. On Discs we fly. Da sind diese berühmt-berüchtigten Reisflugscheiben. Ah, stopp, ich weiß, warum das hier länger dauert. Das ist eine andere Klimazone. Deswegen dauert das hier länger. Okay. Ja. Do Destination. Deswegen dauert das hier länger. I am a dragon, not a slave. Oh, Zhao Ming, der Eisendrache. We see. I summon you. Lol, über den globalen Rekrutierungspool. Tu das. Nimm die drei mit. Ich meine, die kosten dann zwar 300 mehr, aber ehrlich gesagt, das sind so dumme Popeleinheiten, da können wir das auch mal gerade machen. Such prismatic splendor. Ja. Auf gar keinen Fall nochmal Chaosfolien. Never ever. Machen wir nur hier zwei von den Belors, ne? Wir brauchen ja irgendwie so ein paar billige Truppen, brauchst du ja halt auch irgendwie immer, ne? Okay. In zwei Runden haben wir hier die nächste Wachstumsstufe. Wir brauchen aber auch noch ein bisschen was, um Kohle zu generieren. Kontrolle und Kampagnensichtfeld, ich weiß nicht. Schauen wir mal, gibt es irgendwo noch. Ne, nicht wirklich, ne? Gibt das Kohle? Ne, ne? Entdeckt Unterstädte. Ne, lass mal. Was haben wir hier noch? Bringt Rekrutierungskapazitäten und Rang bei Rekrutierung, das ist ganz cool. Das haben wir ja schon gewissermaßen, da können wir ja dann rekrutieren. Und das kriegen wir nur auf Stufe 2. Ich glaube, wir nehmen den Rekrutierungsrang und die Rekrutierungskapazitäten, aber 4000 ist auch wieder sehr teuer, wie ich finde. Hm. Ja, das kostet halt nur 2, ne? Bitte bau das mal alles aus. Das da steigert ja auch nochmal das Einkommen und das hier kannst du schon mal dann abreißen. Oder in 3 Runden ist das fertig. Nee, reiß es noch nicht ab, weil nächste Runde kommt der Typ, dann kann der schon mal anfangen zu rekrutieren. Ja, dann mach das hier noch, das dauert dann nur eine Runde, das ist dann okay. Ich weiß nicht, warum die KI will, dass ich da mein Geld verbrate. Mache ich mal safe nicht. 6 Armeen von Kislev und Dings auch im Schlachtfeld. Wobei ich das hier schöner fände, wenn man mir hier zeigen würde, wie viele ich jetzt schon besiegt habe, ne? Weil es müssten ja 2 eigentlich sein, ne? Da müsste dann... Hier fehlt irgendwie so eine Fortschrittsanzeige, ne? Oder sehe ich das hier irgendwo? Nee, ne? Föderation raubt 6 Kilometer Dingsbums aus. Das müssen wir unbedingt mal gucken, weil es gibt 5000 Gunstpunkte. Und wir kriegen noch einen Kultisten. Das ist der absolute Kracher. Das machen wir später. 22 Runden erst, ne? Aber Leute, die Kampagne macht auch Laune. Ich finde die auch geil, ne? Die macht auch echt Bock. Noch 4 Runden für die nächste Mission hier. Wäre es jetzt Mission, die Magie zu verbieten? Ja, Emperor, weil das wäre schade. Aber der Stream ist ja auch manchmal fies. Dafür dürft ihr auch sein. Wobei es natürlich, also ich sag mal so, Siedlung verloren. I am no one's slave. Och Mann. Ist jetzt mit so einem Mini-Popel-Armeechen ist er da jetzt rein.
Weil der Witz ist ja eigentlich... Da kann ich nicht durch, ne? Der Witz ist ja eigentlich... Größere feindliche Städte werden verstärkt, mein Herr. Die Einnahme solcher Festungen wird eine lange Belagerung erfordern. Ja. Dazu, also ich wollte dazu nur sagen, dass wir ja gerade diese Fraktion hier kennenlernen wollen und insofern wäre das natürlich ein bisschen albern, dann die Magie eben in dem Zusammenhang zu verbieten, ne? Das, also ich sehe da so ein paar Schwierigkeiten halt dabei, aber ja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen euer Ding, ne? Tja, also wenn ich den jetzt platt mache, das zählt ja dann auch wieder als eine Armee von Kartei. Ich meine, es ist zwar eine Karawane, aber Karawane ist auch eine Armee, oder? Okay. Jetzt wartet mal kurz. Das heißt dann also, ich könnte mit dem hier belagern. Genau, belagere du das. So, und dann in Herrgotts Namen. Läufst du dann hier hin? So, und dann machst du irgendwie hier... Aber das dauert ewig, bis du das dann drin hast, ne? Pass auf, dann mach das so. Gibst du dem halt wieder alle Truppen. Und dann läufst du halt jetzt zurück. Ich kann damit auch irgendwie halbwegs leben, ne? Ich könnte natürlich auch einfach die Tore aufmachen. Das wäre auch noch eine Idee, ne? Aber so super eilig haben wir es da jetzt auch nicht. Nächste Tag. Präsenz der Pfiffigkeit. The Fates cry out for this. Wir greifen jetzt auch diese Karawane an. Guck mal, große Longmar-Reiter. Okay. Wenn wir das automatisch besorgen, verliere ich... Was? Dann verliere ich eine Einheit? Alter, was geht... Alter, was... Warum? Warum? Oh, Leute, das ist der Verheiz, der immer... Das ist tatsächlich... Also man hat ja versucht, dieses Auto-Resolven ein bisschen zu nerven, ne? Aber da verheizt die KI dann so die Einheiten. Ich meine, wir greifen mit einer Fullstack an. Der hat gerade mal 7 Einheiten oder sowas, ne? Genau, schreien Sie noch, wenn du eine Siedlung einnimmst, lädt sich deine Garnison ja ziemlich langsam auf. Gilt das auch für die KI oder hat die direkt unfair wie eh und je eine volle Garnison? Also, warum die sich hier so langsam auflädt, das liegt natürlich an dem Terrain. Wie wir ja hier sehen, wir kriegen minus 8% auf die Verlustverstärkungsrate. Das ist schon relativ krass, ne? Und das heißt nicht, dass unsere Verlustverstärkungsrate dadurch 8% niedriger wird, sondern also der Basiswert, ne, den man halt hier überhaupt mal erst bietet eine Kislev-Kartei, dann Korn und dann ziehen. Emperor, das verstehe ich gerade nicht. Das musst du mir gleich nochmal erklären, was du damit jetzt meinst. Du solltest nicht mehr berechnen. Ah ja, okay, gut, alles klar, ja. Ja, ja, okay, da komme ich mit klar. Also, ne, diese 8% werden auf den Basiswert angerechnet, im Gegensatz zu den anderen Punkten, ne, die, also, ja, also, genau, also dein Grundwert an Regeneration, ne. Und das heißt also, das gleicht sich nicht aus, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Helden hast, der dir mehr Regeneration gibt, dann wird das nicht auf diesen Basiswert angerechnet, ja. Also ich weiß gar nicht, wie kann ich das erklären? Das klingt mathematisch natürlich unlogisch, weil du würdest halt sagen, hier minus 8% und dann da plus 8%, hast du plus minus 0% und dann ist das, ne? Und dann hast du die normale Regeneration, aber Achtung, weil du unter 0 gelegen bist, mit den minus 8 vorher drauf, regenerierst du natürlich überhaupt nichts.
Ja, also du kriegst gar keine Einheitenregeneration. Wohingegen du ja in einer normalen Stadt, wo du ja passendes Klima hast, ja Einheitenregeneration bekommst. Ja, also hier. Ich weiß nicht, zeig dir das an. Nee, der zeigt das nicht an, ne? Hier. Weil du kriegst ja hier, weil das Klima passt, einen gewissen Bonus. Aber hier liegst du erstmal mit den minus 8 unter 0 und bekommst also gar nichts. Und wenn du Plus hast, regenerierst du überhaupt nichts. Ja? Das heißt, du musst auf diese plus 8, musst du nochmal was obendrauf legen, damit du überhaupt Regeneration bekommst. Wohingegen du ja keinen zusätzlichen Regenerationsbonus hier brauchst, beziehungsweise hier startest du ja schon über 0. Und weil das günstiges Klima ist, bekommst du schon Regeneration. Und wenn du dann in die Stadt gehst, bekommst du halt nochmal einen Bonus. Und hier kriegst du halt nichts. Ja? Also ich hoffe, das habe ich jetzt irgendwie so halbwegs klar machen können. Wir dienen hier Emperor? Oder was meintest du jetzt? Oder meinst du Ozzy? Ich glaube, das ist ein Gespräch aus dem Chat. Kairos Fate Weaver. Und das ist halt tatsächlich echt so ein bisschen, das ist echt so ein bisschen die Schwierigkeit halt hier, ne? Dass du halt überhaupt erstmal, also du brauchst, de facto brauchst du plus 30% Einheitenregeneration, um überhaupt irgendwas, wirklich mal, um überhaupt mal Einheitenregeneration zu bekommen in diesem Terrain. So, natürlich wird das halt, also wir spielen ja jetzt hier auf normal. Super Terra für uns, echt einfach super, super Dufte. Da hast du schon keinen Bock mehr bei so Schlachten, aber gut. Es muss ja auch mal solche Schlachten geben. Manchmal haben wir haben tatsächlich ein paar Mal auch Vorteile beim Terra gehabt. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also de facto kriegst du halt, du brauchst unfassbar viel Einheitenregeneration, um überhaupt irgendwelche Einheiten regenerieren zu können. Okay, ich glaube, das war das Wichtigste, was ich da noch sagen wollte in dem Zusammenhang. Gut, alles klar. Also dann, du kannst ja jetzt schleichen, ne? Aktivität versteckt sich. Schleicher nicht zu entdecken bekommst. Cool, ne? Dann würde ich sagen, dann nehmen wir unsere Arti mit. Dann kann der nämlich schon mal ein bisschen schießen. So, und hier rückt auch so ein bisschen vor. Dann hast du diesen Zauber hier, ne? Höllentor. Pass auf, warte mal, der schießt mal noch gar nicht, ne? Mach mal hier das Autofeuer nochmal aus. Ihr bewegt euch erstmal alle nur nach vorne. Ich will mal diesen Zauber einmal sehen. Ah, der kommt schon, okay. Dann kannst du auch eigentlich das Autofeuer anmachen, ne? Ich will ja auch mal so ein bisschen hier direkt die Schadensfähigkeit sehen. Ja. So, immerhin ganz nice, ne? Du lieber auf ihn hier. Du kommst mal zurück. Alter, der schießt immer noch auf die eigenen Einheiten. Das gibt's doch nicht. Komm mal hier rüber. Also wegen dem Autofeuer, ne? Warte, dann mach das
Autofeuer mal aus. Du läufst mal hier rüber. Du schießt bitte auf ihn. So, wo bist du? Du wirst noch da oben festgehalten, sozusagen. So, verschwinde mal kurz. Gibst du dem hier nochmal schnell einen mit. Ja, genau. Du kannst jetzt reinrauschen. Aber man merkt schon, diese komischen Pegasus-Viecher, die der da hat, die sind schon ziemlich mächtig, ne? Die hauen ganz gut rein. Komm hier, dann darfst du mich hier einmal verfolgen. Ja, halt ihn mal an. Du darfst jetzt übrigens auch wieder das Autofeuer anmachen. Das ist eigentlich sehr witzig, ne? Wenn du halt den Gegner so festhältst. Der kann gar nicht zaubern, okay, cool. Na, also so wie jetzt gerade hier, ne? Der läuft bei uns an der der läuft halt hier bei uns vorbei, ne, an der Frontlinie und dann sagst du so dem Gegner, hey, ne, du darfst dich jetzt nicht mehr bewegen. Das ist halt echt mega fies, ne. Kümmere dich mal um den. Nito, vielen Dank übrigens für den Sub auf Prime. Ich danke dir. Und Zicke das Biest, vielen Dank für den Follow. Schieß nochmal, bitte. Na ja, komm, mach ein bisschen schneller. Oder warte mal, mach du mal hier diesen. Die Infinite Eve. Attack. Einheitenverfolgung, das kann Sehnschalt echt nicht. Boah, Alter, der trifft noch nicht mal auf die Distanz. Hoho, wow. Krass. Das merkst du halt einfach, dass es bei Korn mit den ganzen Kötern halt zum Beispiel mega nice, ne? Du kannst halt jede Armee eigentlich aufreiben, ne? Du brauchst halt nur diese Köter einzusetzen und dann immer zack, geht halt unfassbar viel down. Ich wüsste gern, welche 174 Leute da überlebt haben. Wie? Wie hat er das denn gemacht? Feinde gefangen 0, ja, wir nehmen die Einheitenverstärkung mit. Aber ich glaube, die Karawane ist jetzt down, oder? Ja, nice. Und danke nochmal an Val Harris für den Follow. Hm.
hast du Nörgel. Was haben wir denn hier noch? Diese Arkanen-Artefakte, ne? Ja, siehst du mal, ne? Den Zauber hier zum Beispiel, den habe ich noch gar nicht benutzt. Den könnte dann jemand anders benutzen, ne? Magie, Stillen und Höllentor. Fragment des Feuers. Zauber, durchschlagende Feuerpfeile und flammendes Schwert des Ruin, wenn ausgerüstet wird. Okay. Da muss man dann natürlich den entsprechenden starken Zauber reinsuchen. Myntox Netz ist natürlich auch ein nicer Zauber, aber der ist jetzt nicht unbedingt so nice, als dass ich jetzt hier auf einen anderen Zauber hier verzichten würde, ne? Transmutation des Bleis, finale Transmutation, ja, aber das kriegst du über einen anderen Magier mit rein. Occams Gedankenskalpell ist ganz okay. Penumbrisches Pendel ist mega stark. Deaktiviert die Zauber, Magie, Stehlen und Höllentor. Wobei wir Höllentor ja eben im Einsatz gesehen haben, ne? Da killst du eine Einheit einfach komplett mit. Also das ist auch einfach extrem stark, ne? Wir nehmen noch die Erdung jetzt mit. Einfach nur, um den Kontrollverlust auch entsprechenderweise reduzieren zu können, schlage ich vor. Und jetzt ist die Frage, also da will ich nicht unbedingt hin, aber hier den Schrein des Alchemisten, den würde ich mir eher noch angucken. Die Armee ist ja soweit jetzt wieder fit durch die Karawane, die wir da überfallen haben. Hindern die, da bauen wir noch nichts, ne? Also... ja, ach ja, genau, und was ich vorhin noch sagen wollte, die KI wird natürlich Boni bekommen, eben auf höheren Schwierigkeitsstufen und dann natürlich auch in solchen Regionen schneller Garnisonen aufbauen. Das ist ja auch so mit ein Grund, warum wir das jetzt hier gerade auf normal spielen, ne? Aber das hat auch noch andere Gründe. Das wurde ich auch noch gefragt von einem Zuschauer, warum ich auf normal spiele. Er fände das uninteressant. Ich möchte da einfach auch nur noch mal dran erinnern, es gibt noch kein wirkliches Balancing in dem Spiel. Das ist noch nicht released. Das dauert einfach auch noch 2 Wochen, bis das kommt. Und es sind einfach einige Zauber zum Beispiel auch drin, die noch heftig stark sind. Und ja, also da wird noch einiges gemacht. Insofern sehe ich das auch nicht wirklich ein, das dann auch sehr schwer zu spielen, weil dann kannst du halt auch nicht so viel zeigen, ne? Das ist halt einfach auch so ein bisschen der Punkt, ne? Wir könnten ihn jetzt auswählen. Aber da würde ich jetzt eher fast sagen, guck mal, wenn wir jetzt hier sagen, Tore öffnen, ne? Und jetzt nehmen wir das hier, öffnet die Tore einer Siedlung mit Mauern, ne? So, jetzt machen wir das hier, ne? Für 100, ne? Vollführen. So, ne? Tore sind jetzt geöffnet. Jetzt könnten wir dann doch wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, das machen, was ich ohnehin machen wollte. Nämlich hier einmal belagern. Na, genau, wir könnten das jetzt also sofort angreifen. Ja, guck mal, ne? Und dann kannst du nämlich hier im Gewaltmarsch einmal hier hinterher. Warum kriegst du keine Verstärkung? Burn them now. Take them. Vernichtende Niederlage? Ja, a sizzle and slay. Warte mal kurz. Da habe ich irgendwie noch Schwierigkeiten, das zu glauben. Mannhafte Niederlage.